Hallo ihr Desperados, hier sind wir wieder bei Staubwedelfred in My Time at Sandrock. Nicht so viel Staubfred, Mensch. So, jetzt aber mal unsere nächste Mission abschließen und Sushi diesen komischen Kraftkern abgeben. Mal sehen, was dann als nächstes passiert. Eigentlich müssten wir ja irgendwann mit dieser Brücke... Holla, da erschrecke ich mich immer, wenn dieses Ding kommt. Mit der Brücke auch mal fertig werden. Ist hier irgendwas? Rum. Aber wir können... Ach, oh. Ah, wir können gesanzelten Fische stellen. Ich hätte ja irgendwann mal was geangelt, ne? Was bringt mir denn eigentlich der gesalzene Fisch? Der gibt mir 16 Ausdauer. Oh, das ist mehr als die... Ist das Dörrfleisch mir gibt. Machen wir mal, machen wir mal. Wir haben jetzt auch ein bisschen Salz. So, mal gucken. Hier müssen wir auch noch mal einiges... Oh Gott, loswerden, einsortieren. Ich weiß nicht, wie viel Kram dabei... Und ich brauche noch mal eine neue Truhe. Ah, guck mal an. Hier können wir noch mal was Wasser einsammeln. Okay. Da war gar nichts. Und hier noch. So. Können wir noch mal ein Wasser machen? Hm. So, dann machen wir mal. Ja, das lasse ich mal alles drin. Schwoppel die Bobs. So, Blümchen, Taco-Blümchen. So, auf geht's. Oh Gott, ich hoffe, der gibt jetzt nicht Gas hier mit seinem Zug. Auf zu Ski. Vorsicht, Vorsicht, ich reite hier. Vorsicht. Wir müssten auch noch mal zu den Totengräbern, habe ich jetzt nicht vergessen. Wir haben ja so ein Foto bekommen. So, schön hier bleiben, lass dich nicht von Fremden anreden. Und nicht das Blümchen klauen lassen. Dann werde ich fuchsteufelswild. Well, there it is. Nun, er ist hier. Ja. So klein ist er. Das sieht aus wie ein R-47 konzentrierter kristalliner Kraftkern Ultra mit einem Ionenflux-Kondensator. Darüber habe ich schon gelesen, aber tatsächlich einen in der Hand zu halten. Ich hätte eher ein R-47B gedacht, aber die sehen sich sehr ähnlich, ja? Ja, R-47, klar. Ich weiß, oder? Ich habe da unten ja nur R-30 erwartet, aber nicht einen echten R-47 Ultra. Das war ein Prototypkern. Eine verkleinerte Version des R-57 aus eigenständiger Altsource KIs war. Ist klar. Und du siehst aus, als ob du keine Ahnung hättest, wovon ich rede. Du solltest nur wissen, dass ich meine bisherigen Pläne in den Papierkorb werfen werde und... Und alle dachten, ich wäre verrückt, hierher zu kommen. Ja, vielleicht hatten sie auch recht, wenn ich mir seinen Zustand so ansehe. Aber okay, ich habe Augenringe, also was soll's. Du kannst es gehen, ich melde mich wieder bei dir. Eine Sortiermaschine. Das ist durchaus machbar. Bring mir 5 Datenträger, du bekommst, was du willst. Okay, ich fange an. Schau mal in deinen, schau bald in deinen Briefkasten. In deinen oder meinen. Ich gucke auch in deinen, ist mir jetzt auch egal. Moment, da war eine Spinne. So, also wo wir eh gerade hier sind, das hab ich jetzt ganz, die Perspektive hat mich gerade was irritiert. Ja, wir sind ja eh hier. Meet again, jawohl. Ein bisschen Meet. Früher gab es das so Meat-Eagle. Nee, Matt-Eagle war das. Okay. So. Haben wir die schon? Ach, die haben wir ja schon im Katsubi-Kochstation. Ah, ach, ich kann die jetzt bauen. Ah, warum sagt mir das keiner? Ah. Mixer. Keine Ahnung, wofür ich den brauche. Nähmaschine. Vier Tage. Auch 4 Tage. Allgemeine Schleifmaschine. Der macht wahrscheinlich Strom. Na gut, dann machen wir mal das nächste Gerät. Wir haben ja Datendisk jetzt auch nochmal gesammelt. Dann haben wir das Teil auch. Und
Die Chefkochstation, die können wir dann danach machen, wenn wir überhaupt wissen, wie das hier funktionieren sollte. Keine Ahnung. Wenn man hier kocht. Hier macht der Kamm nicht sauber. So, wo ist mein... Man hat mein Kamel geklaut. Wo ist mein... Gib mir mein Kamel wieder. Ich bin da auf der falschen Seite rausgekommen, ne? Sorry. Sagt mir das denn keiner? hallo! Komm, wir hauen ab. So, dann gehen wir nochmal zum Friedhofswärter hier. So, komm, gib Gas jetzt. Taco. Taco Bell. Ach, hier. Was haben wir heute? Freitag. Der steht aber auch hier. Ich dachte, der steht nur mittwochs hier. Komm, hier können wir uns nochmal ein nettes Rezept holen. Diese Benzin war ausgezeichnet. Du wirst nicht durch Verbrennungen beeinträchtigt. Basishaus. Hautcreme funktioniert. Kann ich jetzt eine Hautcreme selber machen? Okay, Okay. Kann ich mir irgendwas kaufen? Nee. Das geht nur innen drin, weil ich könnte schon mal noch so ein Heilungsdingsbums gebrauchen, weil das wäre jetzt nicht so schlecht gewesen da unten in der... ja. Im verlorenen Paradies. Nochmal sowas zu haben. Die will ja gar nicht, diese Medizinflaschen. Also brauche ich die selber. Okay. Ja, muss man ja auch wissen. Hier könnte ich sie kaufen. Haha. Sehr witzig. Lavendelextrakt, was macht der denn? Lebenspunkte plus 10, alle eine Sekunde. Also 30 Sekunden lang hält das an. Also ich krieg damit 30 Lebenspunkte wieder. Orchideenextrakt mit dem. Ach, die kann man mit diesem Mixer selber machen. Dafür ist das Ding. Ah. Es gibt mir 300 Lebenspunkte. Kostet. Ja, es geht eigentlich. Nehmen wir mal zwei, schadet ja nicht. Starke Medizin. Aber brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Lebenspunkte. Okay, also wenn wir uns so einen Mixer erforschen lassen, dann können wir so einen Kram auch selber machen. Interessant. Kann man so viele Sachen machen, das ist echt der Wahnsinn. Achso, der Friedhofswärter. Wo ist der Friedhof? Verdammt. Ach, da drüben. Komm, das ist mir zu weit zu laufen. Ich bin müde. Nach diesen ganzen Roboter-Schlachten. Und so. So. Mal durchs Tor. Oh, brems. Ist der überhaupt da? Keine Ahnung. Hä? Was war das denn gerade? Ich konnte jetzt nicht weiterlaufen. Okay. Also irgendwie ein unsichtbares Hindernis. Da ist er. Na, Morty. Hallo nochmal, junges Ding. Das ist ein altes Foto von mir, das du gefunden hast. Stimmt's? Kaum auszudenken. Meine alten Fotos könnten alle irgendwo da draußen sein. Darf ich es haben? Oh. Ah, dieses Foto war ungefähr zu der Zeit aufgenommen, als der kleine Seki zum ersten Mal in Sandrock ankam. Damals war er noch ein kleiner Junge. Er hätte gedacht, dass er einmal so groß werden würde. War dann immer noch denselben Hut. Okay, lustig. Wir fanden ihn verloren in der Wüste, getrennt von seinem Clan, während einer unserer Reisen zum Bau eines Strohgitters oben im Norden von Alfaula. Wir wollten ihm helfen, seine Sippe zu finden, aber die Wüste hatte andere Pläne. Ah, cool. Das dient also, dieses Fotoalbum dazu, auch ein bisschen was über die Land und Leute hier zu lernen und ein bisschen Geschichte. Das finde ich immer eine nette Idee. Also zogen Martel und ich ihn wie unser eigenes Kind auf. Wir lehrten ihn die Sitten dieses Landes. Meine Frau war sehr stolz auf ihn. Ich glaube, für sie war er sogar noch wertvoller als die Oase. Das ist eine schöne Erinnerung. Danke, dass du sie gefunden hast, junger Handwerker. Ich mag kaum fragen. Es gibt da draußen wahrscheinlich noch mehr Fotos von mir. Könntest du sie mir bringen, wenn du zufällig welche findest? Das wäre mir wirklich ein Segen auf meine alten Tage. Aber natürlich...
Nice, vor allem nähern wir dann noch was über die Bewohner hier und so. Das finde ich eine coole Sache. Du hast ja nicht immer gut. Also ich mag diese Rollenspiel-Parts eigentlich noch am meisten hier in dem Spiel, muss ich echt sagen. Also dieses ganze Bauen und Werkeln und klar, das ist cool und so, aber das ist mir eigentlich wirklich noch lieber als alles andere. Also für mich jetzt. Jeder hat natürlich andere Prioritäten. Das Gute an diesem Spiel ist ja auch, muss man echt sagen, es bietet so viel Freiheit, was du tun willst hier. Möchtest du endlos bauen, möchtest du der beste Handwerker werden, willst du eine riesen Fabrik aufbauen, willst du jede Maschine erforschen und alles herstellen, was es gibt. Oder willst du hier Beziehungen pflegen, aufbauen ohne Ende und versuchen dann mit jedem, mit Freundschaft und Freunden, Geschenken, Geburtstagen feiern, was weiß ich machen. Oder willst du eben hier diese ganzen Rollenspielgeschichten machen, mit dieses finden, das machen, diese ganzen Geschichten spielen, die hier nötig sind. Ja, da hat man unglaubliche Freiheit. Finde ich cool. Also, morgen. Das kann man ja wieder bringen, den Witz. Naja, gut. Können wir auch nochmal gucken, ob wir was mopsen können bei, wie anderen. Was machen wir jetzt nicht? Gott, war ein bisschen so träge. Wo wir sie gerade sehen? Hi, Mian. Mensch, ich wünschte wirklich, ich hätte das hier. Bronzeplatten, Fred. Du hast nicht zufällig was übrig, oder? Bronzeplatten. Shit, die habe ich in die Kiste gelegt, ich Depp. Die können Störfleisch haben. Ich weiß es nicht. Könnt ihr einen Sandwurm geben? Nein, ich höre da jemanden schreien im Hintergrund. Nein, das tun wir nicht. Shit. Bronzeplatten. Okay, Bronzeplatten. Moment. Was hat jetzt gedauert? Ach, hier sehe ich direkt den Status. Ah, da habe ich noch nie drauf geachtet, dass es da oben ist. Okay. Na komm, scheiß drauf. Danke, ich bin schon froh, dass du daran gedacht hast, mir heute etwas zu schenken. So. Okay, Bronzeplatten, Stödel, muss ich mir mal einpacken. Wir parken hier mal ganz kurz unser Coupé hier. Schön hier bleiben. Lass dich nicht abschleppen von brennenden Kamelen oder so. Ich weiß nicht, was hier so rumläuft, ne? Sandy liebäugelt wahrscheinlich auch schon mit ihm. Oder ihr? So, wo sind wir denn? So, immer noch Dritter. Haha, oh, wir holen auf. Uiuiui. Mir an muss ein bisschen Gas geben. Was kriege ich denn da eigentlich? Eine Möbelkiste und sowas? Okay, oh, hier sind viele Aufträge. Verstärktes Glas, mache ich das nicht gerade? Der will einen Seilbahnwagen haben? Im Ernst, das Ding haben wir ewig gebraucht. Auftrag der freien Stadt. Also das liefern wir an eine andere Stadt dann, sozusagen. Suppentöpfe. Ja, für Grace. Das bringt dir nichts, Grace. Vergiss es. Also, das bringt. Kannst du es einfach nicht. Sorry. Komm, die Dinger, die machen wir gerade. Das können wir machen. Glaslinsen. Das ist ein 3-Sterne-Auftrag. Ich glaube, Kupferzahnräder ist relativ Pillepalle. Das könnte man allerdings auch relativ schnell auch machen. Für diese Azubi-Kursstation kriege ich richtig viel, aber die habe ich ja selber noch nicht. Suppentopf. Was braucht man denn dafür? Könnte ich mir einen bürgerlichen Ofen machen. Wenn man sowas nicht annimmt, kriegt man -1 Ruf auf die Werkstätten, ne? Komm, wir probieren das mal aus mit dem Suppentopf. Interessiert mich eh, wie ich das machen kann, weil den brauche ich wahrscheinlich selbst auch. So, was sagen unsere Missionen? So, da müssen wir warten. Da können wir nichts machen. Das haben wir. Das haben wir. Ja, da können wir auch alles nichts machen. Gut, das könnten wir mal, aber schauen wir mal. Oh. Stehen die da hinten rum? Oh, hallo, Captain. Ups. Hello.
Um hier sicher zu sein, musst du zwei Dinge tun. Den Kampf üben und vor Gefahren auf der Hut sein. Und schneller laufen als der Gegner. Das ist auch immer ein sehr guter Tipp. Okay, hier ist nichts Neues. Gut, dann reiten wir mal wieder zurück in unsere Stadt. Vorsicht, Miguel. Okay. Oh, hallo Jan. Den überreite ich. Ist mir jetzt wurscht. Oh, was haben wir hier nochmal? Dreck oder was? Nee. Oh, guck mal. Versteht ihr zwei euch? Hallöchen. Die denkt immer nur ans Geschäft. Ich weiß nicht, solche Frauen sind nichts für einen. Immer nur Gewinnen und Bilanzen und Marketing im Kopf. So. Stopp! So, bleib hier. Trink Bleifrei. So. Ja, dann können wir doch mal so ein Ding bauen. Wo ist es denn? Azubi-Kochstation. Jawohl. Bups. Ein Kupfertopf. Okay. Marmorplatten. Plump. Haben wir denn schon was? Bronzestangen habe ich. Ein Kupfertopf habe ich nicht. Hm. Kupfertopf. Der braucht Kupfer. Machen wir einen Kupfertopf. So, Kupfertopf ist gemacht mit Kupfer. Schlöpp. Ah, Marmorplatten. Was wollen wir denn noch? Was haben wir? Also nur die. Na gut. Oh. Ja. Zwei. Wir haben aber keine Marmorziegel. Dann machen wir die. Machen wir die jetzt nicht in Auftrag gegeben? Nee, hab ich nicht richtig geklickt, ich Dödel. Okay. Wann kann man nochmal mal Eisenschrott machen? Verstärktes Glas. Suppentopf. Okay, ich brauche nur einmal verstärktes Glas. Okay, das können wir nochmal auffüllen. So, das geht nun relativ schnell. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Ne, die tun wir wieder rein. Das tun wir mal weg, das brauche ich nicht. Das ist normales Glas, okay. Diese Bomben, naja, eigentlich können wir auch mal weg tun. Also ich denke mal, wir haben alles gestapelt, was zu stapeln ist. Drei Stücke. Doof. Wir finden immer nur zwei. Na klar. Ist klar. Stroh haben wir auch. Kopf gesprungen. Ob ich das Ding nehme oder das andere, na, behalte ich mal diesen Schal. So.
In der Tat, wir haben keinen Platz mehr für irgendwas hier. Okay, wo haben wir denn diese Bronzeplatten? Wenn ich natürlich das hier richtig sortiert hätte, wüsste ich das, aber ich sortiere das nie. Da habe ich keine Lust drauf. Ich suche lieber stundenlang. Ah, da haben wir auch noch einiges. Was ist denn damit eigentlich? Medizinwerbung. So, das ist als Erinnerung für mich gedacht. Raffiniert! Bronzeplatten. Weiß nicht, wie viel sie braucht. Eine? Dann schenkt mir ihr mal eine. Okay, die sind alle sauber. So, hier haben wir Energiesteine bekommen. Sehr schön. Ansonsten habe ich nicht so viele Sachen, dass sich das hier alles lohnt. Ne? Aber ich könnte hier das nochmal machen. Da haben wir noch ein bisschen Kraftstoff drin. Sieht es mit dem Wasser aus. Ist noch okay. Das arbeitet noch. So, Marmorplatten. Dauert noch ein bisschen. Okay. Haben wir noch irgendwas Neues? Irgendwie? Irgendeiner der... Irgendwas schreit? Nee. Da warten wir noch auf die Anleitung. Okay. Das ist gleich fertig. Das können wir dann nachmachen. Dann ist das unser nächstes Ding. So. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit hier. Können wir derzeit noch mal ein bisschen hier bisschen was sammeln, um noch mal ein bisschen was schwupp, bisschen Wasser zu sammeln. Aufgelöst. Oregano. So. So, es war auch noch einiges an Tau und gelber Lavendel. Der sieht aber ja rot aus. Aber gut. Oh. Oh, Moment. Das ist ein Kaktus, ne? Den darf ich. Ich dachte schon. Gut, ich werde nicht erschlagen. Dann war das okay. Glitzert hier. Oregano. So, haben wir das auch. Wuhu, hallo Coco. Hallo Burgess, wie geht's dir? What's up? What's up? Ich hoffe, du kannst dir deine Zeit besser einteilen als ich. Wenn ich auf den Wasserturm aufpasse, Predigten vorbereite und mich um die Pflanzen kümmere, habe ich kaum Zeit für etwas anderes. Ja. Have a good day. Zentflix gibt's hier ja nicht, ne? Um Fernsehen zu gucken oder so. Wupf. Ah, die Hummer sind denn hier alle so? Was ist los? Was ist mit denen? Oh, Maisonalarm! Wo nicht schon wir alle hier stehen? Ponk! Zonk! Bonk! So, erledigt. Sorry, Jungs, aber...
Wofür brauche ich diesen Chitinpanzer wohl? Hier gibt so viele Zutaten. Dann mache ich mir den ganzen Zeug. Kein Mensch weiß das. So, mein Sandfisch ist... Das sieht wirklich aus. Schwebende Fische. Also sieht man halt immer, wann was fertig ist. Ich meine, das ist schon eine praktische Sache. Wenn ich jetzt da draufklicke, ist noch nicht alles weg, ne? Gesalzener Fisch. Nicht schlecht. Der bringt mir 16 zurück. Das ist nicht schlecht. So, hier können wir was einsammeln. Verstärktes Glas. Das heißt, die Mission können wir jetzt erledigen. Jo, die haben wir. Wie viel Uhr haben wir? Ah, ist wahrscheinlich zu spät, um jetzt zu denen zu latschen. Oder? Ja. Können es versuchen, dann sind wir zumindest los. Die Marmorziegel brauchen noch ein bisschen. Dann reiten wir mal mit dem Kamel in seine Wohnung. Mal sehen, ob das klappt. Auf geht's! Gib Gas, Blümchen! Vorsicht, morgen. Wird er keinen Morgen mehr erleben, wenn ich ihn überreite. Oh, da ist er ja direkt. Da ist er ja direkt. Hallo, Nemo. Ah, Vio! Steht mir hier. So, hier ist er dann Glas. Viel Spaß. Hervorragend, aber was konnte ich auch anderes erwarten, wenn jemand von jemandem wie dir mitnimmt das für deine Mühen. Sehr schön, sehr schön. 48 Ruf der Werkstatt. Der wollte doch noch irgendwas, oder? Oh, was ist das? Damals in Bahnrock war mein Lieblingsjahreszeit der Herbst. Angenehm kühle Brise, goldene Blätter. Und mein Geburtstag ist am 6. Okay. Komm, wir spielen Hund, Katze, Maus mit ihm. Mal sehen, wie die besten Karten waren. So, jetzt gebe ich sie direkt mal mit dem Fuchs. Aha, so, mein Freund. Und jetzt, damit rechnest du nicht, wenn jetzt die Maus kommt. Oh, eigentlich wollte ich gar nicht gewinnen, aber egal. Katze? Oh. Aber wir kriegen plus 5 Beziehungen. Ich spiele gern Tierkarten mit dir. Du bist gut. Bis zum nächsten Mal. See ya. See ya. Okay. Hätte man seinen Geburtstag verraten? Bin ich da mit ihm jetzt hier, ich bin jetzt auch Verbündeter bei dem Typ. Okay. Nice, nice. Okay. Also das heißt, er hat das mit den Geburtstagspartys, glaube ich, noch nicht angebaut im Spiel. Das kommt im nächsten Update. Im August. Aber schon mal gut zu wissen. Pablo's Parlor. Okay. Hallo, Pablo. Hallo. Wer schon mal hier ist. Ich behandle jeden, den ich treffe, mit Respekt. Egal, woher er kommt oder wie er aussieht. Es sei denn, er macht Sand auf mein Outfit. Das kann, dann kann alles passieren. Das verstehe ich. So furchtbar. Also, Moment. So, bitteschön. Laufen die jetzt alle hier rum? Hallo, Justice. Hey there. Hey there. Nur für den Fall, dass es nicht klar war. Wir von der Zivil-Truppe sind hier, um zu helfen. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, rufst du einfach nach uns und wir kommen sofort. Das ist offizielles Versprechen der Zivil-Truppe. Ich hoffe, der Krater kommt zuerst. Ich glaube, der ist der fähigste von dem Ganzen. So, auf geht's. Wir müssen eigentlich schon wieder zurück und ins Bett. Jeha! Gib Gas, Taco-Blümchen. Blümchen, Taco. Wie auch immer das Kamel jetzt heißt. Also, da müsst ihr euch mal einig werden. Ich weiß immer noch nicht. So, Brems. Ja, so. Marmorziegel. So, die anderen haben jetzt nicht mehr gesehen, aber so wurscht, dann können wir am nächsten Tag auch diese Bronzeplatten geben. Das läuft ja nicht weg. So, Marmorplatten. Kann ich schon mal welche machen? 2. Na gut. Besser als nix. Das dauert noch ein bisschen. Okay, Blutsteine haben wir. So. Noch einiges an Gummischrott. Ich denke mal, das können wir auch gut gebrauchen. Suppentopf 4. Machen wir mal 5. Wir brauchen wahrscheinlich auch einen. Da brauchen wir nur Dinas und Lehm. Okay. So, und das braucht jetzt auch noch eine Zeit. Ja, bis es alles fertig ist, ist eh Nacht. Also von daher
Also ich meine, ist ja schon Nacht. Oh, wir müssen ins Bett. Da sieht man richtig, wie das Wasser tropft. Cool. Ich mag immer so Details. So, schlafen gehen. Wir pflegen unsere Augenringe. Ja, wunderbar, da sind sie noch. Ich war, hatte schon Angst, die sind weg. Warten auf die Anleitung. Okay. Kann man einen Chemin machen? Okay, hier kann man irgendwas aus dem Inventar da drauflegen. Aha, ja gut, vielleicht kommt das noch. Irgendwelche Tiergegenstände oder sowas. Ah, ja, okay. Vielleicht bringen die noch irgendwelche Punkte oder sowas. Hm. So, oh, wir haben Post. Wir haben Post. Sehr schön. Sehr schön. Mal sehen. Von Ski, von Ski. Einmal so, einmal so. Der hat verschiedene Siegel. Ah, sehr gut organisierter Junge. Handwerker, ich muss augenblicklich mit dir reden. Komm zum Forschungszentrum. Okay. Dafür also dieses Siegel. Mission abgeschlossen. Okay. Was war das denn jetzt gerade? Was stand da? Okay. Fred, im Anhang befindet sich Anleitung. Sortiermaschine. Danke. Aha. Okay. Was haben wir jetzt für Mission? Schieß Gungang Opus. What? Direktor Ski hat sich, über das, hat sich etwas überlegt, was den Bau der Brücke beschleunigen wird. Was könnte das sein? Gungam Opus. Gungam? Oh, was hat der vor? Also wer das nicht weiß, in japanischen Mangas und Anime ist diese Richtung Gungam sehr beliebt. Das sind dann meistens so, ja... Wer Pacific Rim gesehen hat, kennt das vielleicht. So Roboter in den Menschen stecken und die dann kämpfen können, fliegen und sowas alles. Das ist ja unglaublich beliebt, dieses Genre. Diese Gungam-Geschichten, da gibt es alle möglichen Anime-Staffeln von mit irgendwelchen Typen, die in irgendwelchen ja, Roboter-Rüstungen sitzen oder sowas und die Dinger steuern. Das ist da sehr beliebt. Ich vermute mal, er möchte wahrscheinlich so eine Art Roboter bauen, in den man sich reinsetzen kann. Also ist ja im Grunde nicht unbedingt ein Roboter, weil er selbsttätig ja nicht funktioniert, sondern weil man den steuern muss. Also im Grunde wie eine Art Maschine. Okay, also so ein Anzug, mit dem wir wahrscheinlich die Brücke bauen können. So. Hm. Okay. Da kriegen wir jetzt nicht gerade viel für, aber es ist wahrscheinlich eine nützliche Sache für uns. So, die Sortiermaschine können wir dann jetzt auch bauen. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen Ruf. Okay. Und Experience. Und dann machen wir die Sachen noch. Okay, Gungam. Da bin ich auch mal gespannt, was das ist. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns hier wieder bei der nächsten Folge bei My Time at Zentrok. Bye, bye.